Ich bin gespannt. Also ich werde die so färben, dass ich jetzt nicht darauf achte, unbedingt, dass alles dunkelblond wird, sondern es wäre okay, wenn da so ein paar Highlights. Gana poi se io amare mio. I hope say sabe cucuache. Hope your love goes sweet past the shit. Hallihallo alle zusammen. Ja, dieses Video fängt mal ganz anders an, weil wir werden jetzt gemeinsam ein paar Haare färben. Ich werde sie euch gleich mal zeigen. Färben tue ich die Haare mit dem Zeug hier. Seht ihr das? Das ist von Schwarzkopf. Und zwar Color Expert Schutz- und Pflege-Color-Cream. Habe ich mal geholt gehabt. Ich denke, es gibt es immer noch. Ich habe es bei DM, glaube ich, geholt. Oder Rossmann, ich weiß es nicht mehr. Das wird es bestimmt noch geben. Und damit werden wir, also es ist in der Farbe Dunkelblond 7.0. Ich habe zwei Packungen davon geholt. Und damit werden wir gleich ein paar Haare färben. Und zwar, ich zeige es euch mal. Ich habe die Haare anprobiert, aber mir steht dieses Blond-Blond einfach null. Deswegen dachte ich mir, ich werde die Dunkelblond färben. So Honigblond, Dunkelblond, ja. Ich zeige euch jetzt mal die Haare. Hier meiner Freundin. Sag mal Hello zu meinem Abonnentenfreundin. Das ist meine Freundin, Alicia. Alicia, sag mal Hallo, übertreib nicht. Spaß. Spaß, Leute. Ja, das sind hier die Haare. Richtig schön Platinblond, die Farbe ist, glaube ich, 613 blond. Das ist wirklich blond. Und ich finde, mir steht's nicht. Ihr steht's ja noch so. Naja, nicht wirklich. Sie hat auch gar keinen Bock drauf. Aber ja, diese Haare werden wir jetzt gemeinsam färben, Leute. Und dann... So, Leute, nicht wundern. Jetzt, ich bin jetzt gerade auf dem Boden und ich habe die anderen Haare abgemacht und mir einfach so ein Turban-Ding gebunden. Ihr braucht auf jeden Fall eine Tüte für den Boden. Ich nehme da einfach immer so eine Edeka-Tüte oder Penny oder irgendwo eine Mülltüte auf jeden Fall. Also nichts Besonderes. Aber ihr braucht das, damit der Boden nicht dreckig wird. Und natürlich eine Schere, um das Ganze aufzuschneiden. Ja, eine. So, ich habe das hier jetzt ausgepackt. Dieses Holler Expert. Und das kommt mit so einer Nummer 1. Das ist die Farbe oder sowas. Also es ist beschrieben, ich habe schon öfters Haare gefärbt, deswegen lese ich mir das jetzt nicht nochmal durch, sondern ich weiß ungefähr, was ich zu tun habe und wie ich die Sachen halt zusammenpacken muss. Wir haben hier noch die Nummer 3, das ist nach 3 Wochen soll man das wahrscheinlich benutzen. Ja, steht drauf, After 3 Weeks Repair Reviver Treatment, keine Ahnung. Die Nummer 2 ist After Coloring, also nachdem ich es koloriert habe, dass ich damit dann die Haare wasche. Sowas mache ich eigentlich meistens auch nicht. In vielen der Packungen ist sowas mit drin, aber das benutze ich meistens auch nicht. Und natürlich die Nummer 1. Die beiden werden zusammengemixt. Wie immer. Genau, das ist jetzt diese Tube. Also ich mixe die Tube mit dem anderen Zeug zusammen. Das stand auch bei dem ein. So Leute, jedenfalls bin ich jetzt am Anmixen. Meine Kamera ist leider ausgegangen von diesem Teil Nummer 1 mit dem anderen Teil Nummer 1, wie ihr sehen könnt. Und ja, easy peasy. Meistens mixe ich eigentlich auch gleich beide an, gerade wenn ich meine Haare schwarz färbe, weil ich weiß, so eine einzige Packung reicht nicht. Aber bei dem hier werde ich das jetzt erstmal dabei belassen. Also normalerweise kann man das hier so abknicken und fertig ist, aber bei dem kann man es hier oben abschrauben. Und jetzt muss ich mir die Handschuhe anziehen, weil bei diesem Prozess, ich habe keine Lust, dass meine Finger eingefärbt werden. Und ich sehe, das kommt hier noch mit einem Anti-Haarbruch-Serum. Anscheinend kann man das hier noch mit reinmachen, Anti-Bruch-Serum und so. Ich hoffe, das hilft wirklich. Das mixen wir noch hier rein, verschließen das Ganze. Und ich hätte das noch nicht mal aufmachen sollen, weil ich muss die Flasche noch schütteln. War vergessen. Und damit wird das alles aktiviert und alles kommt zusammen. Und jetzt ziehe ich mir meine Handschüchen an, weil das sein muss. Handschuhe. Aber ich finde, mit diesen Handschuhen kommt das manchmal trotzdem durch. Gerade bei Schwarz. Danach sind meine Finger trotzdem so schwarz. Also manche meiner Finger, nicht alle. So, die Handschuhe habe ich an. Das Zeug habe ich jetzt gerade gemischt. So, und da liegen die Haare. Ich drehe das jetzt nochmal hier auf. Und dann fangen wir an. Und ich benutze meistens keinen Kamm oder irgendwas, was ich aber vielleicht tun sollte. Aber ich benutze es eigentlich nie. Also werde ich jetzt auch nicht damit anfangen. Und genau, ich lege mir die Haare am besten so hier hin. Also das mache ich wirklich immer. Ich lege mir die Haare hin. Schön.
Und dann fange ich an, das Zeug hier raufzugeben. Oh, so ein Teil, der noch nicht gemixt war. Und ich habe noch nie blonde Haare, also so platinblond auf dunkler gefärbt. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich sehe jetzt schon, die Farbe wird niemals für die ganzen Haare reichen. So, ich mache das rauf und streiche das einfach runter. Boah, das stinkt voll. Also ihr solltet auf jeden Fall ein Fenster aufmachen, weil das Zeug ätzt euer Leben weg. Ich bin gespannt. Also ich werde die so färben, dass ich jetzt nicht darauf achte, unbedingt, dass alles dunkelblond wird, sondern es wäre okay, wenn da so ein paar Highlights bleiben in diesem hellblond. Aber schon bis nach oben hin, bis zur Wannabe-Wurzel, werden wir das Ganze schon färben. Seht ihr das? Ich mache das wirklich einfach nur so rauf. So arbeite ich auch mit Schwarz. Mal gucken, ob diese Art, Haare zu färben, auch bei den Blonden okay ist. Ja, so färbe ich meine Haare. Mit die Extensions. So, die Spitzen haben leider noch nicht wirklich was abbekommen. Also eine Packung reicht auf keinen Fall. Die hier ist ja schon so gut wie alle. Danke für gar nichts, Alter. Was? Leute, die Packung ist schon alle und ich habe gerade mal hier oben verteilt. Das Ding ist alle. Ich glaube, ich werde 3 brauchen. Mist. Das Ding ist wirklich alle. Ich bin gerade richtig schockiert, ey. Nicht mal ansatzweise groß was gefärbt und das Zeug ist schon dead. Wirklich, da kommt kaum noch was raus, Leute. Kann ich gleich die andere Packung mixen. Scheibenkleister, ich hätte doch 3 kaufen sollen. Wenn die Flasche dead ist, ziehe ich jetzt auch diese alten Handschuhe einfach aus und ziehe mir neue an. Aber vorher mixe ich die zweite Packung zusammen. So, ich habe jetzt die zweite Tube fertig gemacht und werde jetzt nochmal über die Haare gehen. Und ich habe mir noch einen Kamm genommen, weil ich denke, die Farbe wird nicht reichen. Und ich habe jetzt, ich habe nicht so die Geduld. Ich hasse sowas total. Hätte ich das gewusst, hätte ich gleich 3 geholt. Aber ja, habe ich nicht gewusst. Und ich hasse es, mit einer Sache nicht gleich fertig zu werden. Ich mag das gar nicht. Deswegen werde ich das Ganze auch dann nochmal einkämmen. So sehen die Haare gerade aus. Ein bisschen hässlich. Ich bin so gespannt. Wenn das jetzt ein Fail wird, wer weiß. So, von innen, ihr seht, sind noch blond. Da unten ist schon braun geworden. Jetzt werde ich die ganze Farbe mal hier die Haare verteilen. Schön. Und hoffen, dass diese Tube jetzt auch nicht gleich leer geht. Aber wir werden sehen. Bis jetzt ist ganz schön fail. Da sind noch viel zu viele blonde Stellen. Jetzt bräuchte ich genau noch eine Tube. Da ist noch viel zu viel blond. Und die zweite Tube ist auch schon dead. Oh Mann, hätte ich das gewusst, dass das niemals reichen wird. Ich dachte, ach blond, das wird schon gehen. Und die Verpackung, die ist auch viel mehr, also die ist auch größer als das, was ich sonst immer nutze. Deswegen habe ich mir nichts mehr bei gedacht. Hätte ich mal mehr geholt. Weil die sind jetzt auch nicht so teuer. Also das geht doch voll. Ich habe auch überlegt, den Ansatz sogar vielleicht schwarz zu färben. Aber das überlege ich mir nochmal. Obwohl das Braun schon echt dunkel ist, es könnte sogar gehen. So, die beiden blöden Tuben weg. Jetzt versuche ich die Haare mal ein bisschen durchzukämmen. Und dabei vielleicht ein bisschen Farbe noch besser zu verteilen. Überall hin vielleicht. Um die anderen Haare zu erreichen damit. Mal gucken, ansonsten muss ich es halt nochmal machen. Also ich werde auf jeden Fall euch wissen lassen, wie es ausgegangen ist in meinem nächsten Video. Aber so färbe ich halt auf jeden Fall die Haare. Ich bin selber gespannt, was daraus wird, ey. Ich bin gespannt. Oh, mein Arm tut weh, wenn ich die ganze Zeit so hoch halte und kämme. Ja, Leute, das ist es. Ich kämme die jetzt gerade durch. So, ey, ich glaube, selbst wenn ich nochmal mit neuer Farbe nachgehe, wir wissen es nicht. Selbst das Durchkämmen, glaube ich, verteilt die Farbe nicht mehr. Aber es ist eigentlich eine gute Idee, das Durchkämmen. Ja, Leute, ihr seht, die Farbe ist leider alle. Ich habe noch zu viele blonde Stellen. Ich glaube nicht, dass das Durchkämmen jetzt helfen wird. Und dann die Tuben, die sind einfach dead. Wir sehen uns dann einfach in meinem nächsten Video, wo ich dann euch zeige, was daraus hier geworden ist, ne?
ob ich sie nochmal gefärbt habe oder nicht, erfahrt ihr in meinem... Oh, da kommt noch was raus. In meinem nächsten Video, Leute. Ich will nicht so weit runter, aber ich verabschiede mich hiermit. Wir sehen uns in meinem nächsten. Peace.